Herzlich willkommen in der Schule am Ried. Mein Name ist Christoph Ganz, ich bin der Schulleiter dieser Schule. Ja, wir befinden uns hier in unserer Schulbibliothek. Das ist ein Raum, den die Schüler eigentlich den ganzen Tag nutzen können zum Aufenthalt. Natürlich nur dann, wenn sie nicht gerade im Unterricht sind. Dieser Raum lädt ein zum Miteinander ins Gespräch kommen, zum Spielen, zum individuellen Lernen und Arbeiten und natürlich zum Lesen. Also ganz nach dem Motto unseres früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt, der einmal gesagt hat, unsere Bibliotheken, das sind unsere geistigen Tankstellen. Die Schule am Ried liegt im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim. Wir sind ein Schulcampus mit gleich drei verschiedenen Schulzweigen. Unsere kleinen Hauptschule mit einer Klasse pro Jahrgang, unsere Realschule mit drei Klassen pro Jahrgang und unserem Gymnasium mit vier parallelen Klassen, beginnend von der fünften Klasse an bis hin zum Abitur. Unsere drei Schulzweige haben ja jeweils eigene Lehrpläne, die voneinander unabhängig sind. Das heißt, wir haben drei Schulformen unter einem Dach. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir ein gutes Miteinander pflegen, das Miteinander aller Schülerinnen und aller Schüler, aller Lehrkräfte. Und dieses Miteinander, das erleben wir täglich, hier zum Beispiel in der Bibliothek, aber auch draußen auf dem Schulhof, im gesamten Schulgebäude und im Besonderen auch in bestimmten Phasen des gesamten Schuljahres, zum Beispiel in unserer Projektwoche oder auch beim Sommerfest, bei der jährlichen Skifahrt und ganz besonders auch in den vielfältigen Arbeitsgemeinschaften unserer Schule. In den kommenden beiden Jahren, also 2021 und 2022, werden wir einige Bauarbeiten hier bei uns in der Schule haben. Wir bekommen nämlich ein neues Gebäude. Und in diesem Gebäude da können wir uns freuen auf eine neue Schulmensa, auf eine neue Toilettenanlage, auf eine tolle, schöne, großzügige Aula und auf 16 Klassenräume mit den dazugehörigen Lernfluren. Mein Name ist Ute Lembeck. Ich unterrichte an der Schule am Ried Englisch und Ethik. Gleichzeitig bin ich Mitglied der erweiterten Schulleitung und verantworte dort den Bereich Deutsch, Fremdsprachen, Musik und Kunst. Dem Fremdsprachenerwerb wird an unserer Schule große Bedeutung zugemessen. Deswegen erlernen alle unsere Fünftklässler Englisch als erste Fremdsprache. Ab der 7. Klasse kann man im Realschulzweig Französisch und im Gymnasialzweig Französisch oder Latein wählen. Außerdem werden im Rahmen des Wahlunterrichts im Gymnasialzweig ab Klasse 9 die Fächer Italienisch und Spanisch angeboten. Eine wichtige Rolle beim Fremdsprachenerwerb spielt natürlich die Motivation. Und die ist bei uns eindeutig gegeben durch die vielen internationalen Kontakte, die wir zu Schulen in 5 verschiedenen Ländern haben. Darunter zum Beispiel in Birmingham, in Lyon, in Philadelphia und Yokohama. Hallo, mein Name ist Julian Bettner und ich bin der kommissarische Haupt- und Realschulzweigleiter der Schule am Ried. Die Haupt- und Realschule bilden neben dem Gymnasium zwei weitere Bildungsgänge, welche unsere zukünftigen Schülerinnen und Schüler besuchen können. Genau wie im Gymnasium können unsere Realschüler im 5. und 6. Schuljahr einen Schwerpunkt, nämlich Sport, Musik oder Naturwissenschaften, wählen. Unsere Schule bietet ein umfangreiches und zweigübergreifendes Förderprogramm an. Neben den LRS- und Dyskalkulie-Kursen im Jahrgang 5 und 6 gibt es Förderkurse in den Hauptfächern Mathe, Deutsch, Englisch sowie Deutsch als Zweitsprache im Jahrgang 5 bis 10. Darüber hinaus erweitern wir unser Ganztagsangebot mit über 30 verschiedenen AGs. Informationen über unsere AGs sowie über unser Ganztagsangebot finden Sie in der aktuellen AG-Broschüre auf unserer Schulhomepage. In der Haupt- und Realschule spielt die Berufsorientierung eine sehr wichtige Rolle. Neben den beiden Berufspraktika in Jahrgang 8 und 9 arbeiten wir sehr eng mit der Berufsagentur für Arbeit zusammen. Dies soll unseren Schülern weitere Einzelberatungen ermöglichen. Zusätzlich in der Hauptschule arbeiten wir mit dem Frankfurter Ausbildungsprojekt zusammen. Dieses Projekt unterstützt die Schülerinnen und Schüler, die nach einem erfolgreichen Hauptschulabschluss eine Ausbildung beginnen möchten. In der Hauptschule haben wir seit 2016 das pädagogische Konzept der H5-H6. Dort bilden die Schüler des 5. und 6. Jahrgangs des Hauptschulzweiges eine gemeinsame Klasse. Dies hat den Vorteil, dass dort von Beginn an ein intensives und kooperatives Lernen in der Gemeinschaft gefördert werden kann. Als kooperative Gesamtschule ist uns die Schullaufbahnberatung sehr wichtig. Das bedeutet unter anderem, dass leistungsstarke Hauptschüler in die Realschule bzw. leistungsstarke Realschüler ins Gymnasium wechseln können.
Dementsprechend ist es für unsere Realschüler am Ende der 10. Klasse möglich, mit einem qualifizierenden Realschulabschluss in die gymnasiale Oberstufe zu wechseln und dort ihr Abitur zu absolvieren. Diese ganzen Schulwechsel können wir an unserer Schule ermöglichen, da wir alle drei Bildungsgänge anbieten. Mein Name ist Florian Krick, ich bin Gymnasialzweigleiter hier an der Schule und unterrichte die Fächer Französisch und Sport. Unser vierzügiger Gymnasialzweig entspricht mit seinem Fächerangebot und seinen Bildungsinhalten den Richtlinien für Gymnasium des Kultusministeriums. Er vermittelt die Qualifikationen für die gymnasiale Oberstufe. Wir sind ein G9-Gymnasium, das heißt, der Übergang in die Sekundarstufe 2 erfolgt nach der 10. Klasse. Die meisten Schülerinnen und Schüler bleiben an der Schule am Ried und besuchen unsere Oberstufe. Dort können sie aus einem breiten Angebot an Leistungskursen wählen und schließlich ihre Schullaufbahn in der Regel erfolgreich mit dem Abitur beenden. Digitale Medien und Tools gewinnen zunehmend an Bedeutung, auch an der Schule am Ried. Das gilt für die Evaluation von Schulentwicklungsprozessen und für die Organisation des Schulbetriebs. So nutzen wir beispielsweise schon seit einigen Jahren digitale Kalender und einen digitalen Vertretungsplan, auf den die Lehrkräfte sowie die Schülerinnen und Schüler per App zugreifen können. Vor allem aber werden digitale Medien und Tools von Lehrkräften zunehmend im Unterricht eingesetzt, um diesen effizienter und motivierender zu gestalten. Die Schülerinnen und Schüler können ab der Jahrgangsstufe 8 eigene Endgeräte im Unterricht nutzen. Eine wichtige Rolle spielt bei uns die HPI Schulcloud. Als MINT-EC-Schule gehören wir zu den Testschulen und nutzen die Cloud zum Teil im Unterricht. Auch Hausaufgaben werden immer häufiger über die Cloud gestellt und von den Schülerinnen und Schülern in die Cloud hochgeladen. Dadurch ist zum Beispiel ein effizientes Feedback durch die Lehrkräfte möglich. Ein wichtiger pädagogischer Baustein an der Schule am Ried ist unser Fahrtenkonzept. Klassenfahrten in der Sekundarstufe 1 finden in den Jahrgangsstufen 6 und 10 statt. Den Abschluss der Einführungsphase, die bei uns weitgehend im Klassenverband unterrichtet wird, bildet eine Fahrt nach Berlin. In der Q3 schließlich gehen unsere Schülerinnen und Schüler, meistens mit ihrem Leistungskurs, auf Studienfahrt zu den unterschiedlichsten Zielen in Europa. Ein echtes Highlight der Schullaufbahn ist für viele Schülerinnen und Schüler die Skifahrt in der 8. Klasse. Unsere Unterkunft ist der Gasthof Wolkenstein in Neukirchen am Großvenediger. Er liegt mitten im Skigebiet auf 2000 Meter Höhe. Wir sehen morgens beim Frühstück den Sonnenaufgang, sind die ersten auf den frisch präparierten Pisten und die einzigen nachmittags auf dem Berg. Nach dem Skifahren können die Schülerinnen und Schüler noch auf den Pisten um das Haus herum spielen oder über selbstgebaute Kicker springen oder den Sonnenuntergang hinter den Bergen betrachten. Neben dem täglichen Skikurs wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm angeboten. Dazu gehört eine Fackelnachtwanderung mit Sterneschauen und anschließendem Lagerfeuer bei heißem Punsch, eine Skirallye, ein Karaoke-, Disco-Spieleabend, ein Musikquiz und vieles mehr. So wird die Skifahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Hallo, mein Name ist Daniela Fritsch und ich bin hier an der Schule für den Übergang 4.5 zuständig. Liebe Schülerinnen und Schüler, wenn ihr an unserer Schule aufgenommen worden seid, dann geht es für euch bereits am Montag nach den Sommerferien los. In der ersten Woche habt ihr hauptsächlich Unterricht bei eurem Klassenlehrer oder bei eurer Klassenlehrerin. Hier lernt ihr euch gegenseitig kennen, erkundet die Schule und die Umgebung, bekommt eure Bücher und macht eine Schulrallye. In dieser ersten Schulwoche lernt ihr auch eure Paten kennen. Das sind Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe, die speziell für eure Klasse zuständig sind. Sie beantworten Fragen, stehen euch bei Problemen bei, sie gehen mit auf Ausflüge oder nehmen an Klassentagen teil. Spätestens in der zweiten Schulwoche beginnt dann der Unterricht nach Stundenplan. Bis dahin müsst ihr auch eure Hefte und Materialien besorgt haben. In der dritten Schulwoche beginnt die Hausaufgabenbetreuung. Hierfür könnt ihr euch in der ersten Schulwoche anmelden. Ihr könnt an einem oder an mehreren Tagen verbindlich teilnehmen. Hierbei betreuen euch Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 oder der Oberstufe. Ich bin Falk Trapp. Ich bin Sport- und Musiklehrer hier an der Schule am Ried und leite alle zwei Jahre die Schwerpunktgruppe Musik. Zu Beginn des Schuljahrs machen sich jedes Mal 20 bis 30 Kinder auf den Weg, ein Blasinstrument spielen zu lernen. Schon in der ersten Schulwoche probieren sie alle Instrumente aus. Nicht irgendeins, sondern sie können auswählen zwischen der Querflöte, der Klarinette, der Trompete, die Posaune
das Euphonium, das sieht aus wie eine kleine Tuba, oder das Tenorhorn. In der ersten Woche probieren sie die Instrumente aus und wählen danach ein Instrument aus, das sie am liebsten lernen wollen. Meistens klappt es auch, dass sie ihr Lieblingsinstrument zugeteilt bekommen. Wenn sie ein Instrument zugeteilt bekommen haben, bekommen sie eine Wochenstunde beim Instrumentallehrer der Musikschule Bergen in der Instrumentengruppe Unterricht, die andere Wochenstunde bei der Leiterin beim Leiter der Schwerpunktgruppe. Schon nach wenigen Monaten können die Kinder beim Weihnachtskonzert zum ersten Mal öffentlich auftreten. Und schon im Sommer beim zweiten Auftritt ist die Aufregung nicht mehr ganz so groß. Höhepunkt der 2 Jahre sind immer wieder die Probentage auf der Burg Preuberg. Nach den 2 Jahren können die Kinder ihr Können entweder im Vororchester oder in der Klasse Musik weiterhin anwenden. Und sollte es nicht ein Blasinstrument sein, können die Kinder bei einer der AGs, also im Chor der 5. oder 6. Klasse oder ab der 7. Klasse im großen Chor oder in einer der beiden Streicher-AGs oder in der Percussion-AG mitspielen. Hallo, mein Name ist Sebastian Dinsenbacher. Ich bin Schulsportleiter an der Schule am Ried und bin seit 10 Jahren hier Lehrer. Wir sind hier in einer Halle der Schule am Ried. Und das ist das Schöne bei uns im Frankfurter Osten. Am Rand von Frankfurt haben wir Platz. Wir haben 2 große Sporthallen. Wir haben das Ried um die Ecke, wir haben das Riedbad um die Ecke, wir haben eine Leichtathletikanlage, wir haben Fußballplatz, wir haben Basketballplätze. Hier mangelt es an keiner sportlichen Ausstattung und man kann alles machen, was der Schulsport hergibt. Bei uns ist Sport wichtig, deswegen gibt es in der 5. Klasse 4 Sportstunden. In den darauffolgenden Klassen gibt es immer 2 Sportstunden und man hat die Möglichkeit, auch Abitur im Fach Sport zu machen. Wir haben viele AGs, es gibt viele Bewegungsangebote, wir haben Yoga, wir haben Fußball, wir haben Tanzen. Ganz neu dieses Jahr ist die Talentfördergruppe Leichtathletik. Dort kann man unter professionellen Bedingungen Leichtathletik trainieren. Das Ganze ist in Kooperation mit dem örtlichen Leichtathletikverein und das stellt eine schöne Möglichkeit für talentierte Schüler dar, einfach leistungsorientiert Sport zu machen. Wir haben viele Schwerpunkte, zum Beispiel auch den Sportschwerpunkt in der Klasse 5 und Klasse 6. Hier gibt es die Möglichkeit, zusätzlich 2 Sportstunden zu haben und dort außerhalb des normalen Sportunterrichts weitere Bewegungsangebote wahrzunehmen. Man kann Parkour machen, man kann Rettungsschwimmen machen. Das ändert sich von Jahr zu Jahr immer, aber es gibt immer attraktive Angebote für alle Schülerinnen und Schüler. Hallo, ich bin die Eva Abt, Lehrerin hier an der Schule am Ried für die Fächer Biologie und Geografie. Und ich möchte gerne das Angebot unserer Schule Navi Plus vorstellen. Navi steht für Naturwissenschaften und Plus für Zusatzangebot, also ein Angebot, das zusätzlich zum normalen Unterricht stattfindet. Die Idee dahinter ist folgende. Wir wissen, dass Kinder aus ihrer Grundschulzeit oft eine sehr, sehr große Faszination für Natur und Technik mitbringen. Und genau solchen Kindern möchten wir hier die Möglichkeit geben, in relativ kleinen Schülergruppen diesem Forscherdrang nachzugehen. Wir haben dafür einen inzwischen echt großen Materialpool zusammengestellt und eine Menge Ideen entwickelt im Team. Und hier sind ein paar kleine Beispiele davon. Etwa unser Mikroskopierpraktikum mit verschiedenen Forscherfragen. Da lernt man auch eine Menge über die Biologie von Pflanzen. Dann gibt es einen Kakao-Workshop von der Bohne zur Praline. Da entsteht zum einen ein leckeres Ergebnis und zum anderen übt man den Umgang mit Laborgeräten. Man übt genaues Messen und Wiegen und so weiter. Wir machen eine Menge Experimente und jedes Kind baut einen eigenen kleinen Morseapparat und ein eigenes Solarmobil. Man lernt dabei spielerisch eine Menge über Physik, viele Grundlagen. Und ganz wichtig, man trainiert, dran zu bleiben an der Sache, so lange, bis es wirklich funktioniert und auch sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Also Teamarbeit ist auch ein ganz wichtiger Aspekt bei der Sache. Und auch nachdem die Schwerpunktgruppe nach der 6. Klasse aufhört, gibt es bei uns hier in der Schule eine Menge Möglichkeiten, sich in dem Bereich Naturwissenschaften weiter zu engagieren. Natürlich im Unterricht, aber auch darüber hinaus bei Wettbewerben. Vielen AG-Angeboten, da haben wir eine breite Palette, da wir eine MINT-EC-Schule sind. Ja, ich wünsche mir, dass unsere Schülerinnen und Schüler sich wohlfühlen auf unserer Schule, dass sie gerne in die Schule gehen. Und deshalb sind uns Werte wie Toleranz und Respekt besonders bedeutend. Miteinander, mit Freude, mit Neugier, lernen und dabei erfolgreich sein, das ist das Motto unserer Schule. Und noch ein Wort an unsere Grundschulkinder, in der 4. Klasse vor allem. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr dann hoffentlich im nächsten Schuljahr bei uns seid.